Hallo ihr Lieben, hier hat es sich jetzt erstmal ausgedemokratelt. Ich mache jetzt nämlich hier weiter mit Frank Farelli, mit meinem Kommentar zu seinem Buch, das er zusammen mit Jeff Brandsma rausgegeben hat, Provokative Therapie. Wir sind mitten in den ersten praktischen Fallbeispielen, also wer will, schaue sich Video Nummer 3 an. Da ging es schon los, also was hat der junge Frank Farelli erlebt in seinen ersten Fällen als Sozialarbeiter, damit er dass er diesen Wahnsinn namens provokative Therapie überhaupt entwickelt hat. Und jetzt geht es weiter mit einem Fall, der wird hier genannt, der Fall Rachel Steen oder Stein, weiß ich nicht, was da richtiger ist, und den schildert er jetzt. Also was ist da passiert? Also ich gehe ja davon aus, die meisten Menschen, das, was sie so entwickeln und was sie überhaupt denken und tun, machen sie in Antwort auf Dinge, die sie erlebt haben, also kurz gesagt als Coping-Strategie. Und es ist ja ganz interessant zu sehen, vielleicht als Antwort auf was Frank Farelli als Coping-Strategie für arme Sozialarbeiter und Therapeuten die provokative Therapie erfunden hat, weil er vielleicht sonst auch einfach mit der Welt nicht zurande gekommen wäre. Er schreibt: Mein zweites praktisches Jahr absolvierte ich am St. Elizabeth Hospital in Washington, D.C. Dort fing ich an, mit einer Patientin zu arbeiten, die ich Rachel Steen nennen will. Also vielleicht heißt die in Wirklichkeit anders. Sie hatte alle Behandlungen bekommen, die ein gut ausgestattetes psychiatrisches Krankenhaus anbieten kann. Also wir reden hier wohlgemerkt, glaube ich, über die späten 50er Jahre, wenn ich das richtig sehe. Elektroschocktherapie, Insulinkomatherapie, Freizeitgestaltung, Beschäftigungstherapie, Tanztherapie, Kunsttherapie, Familientherapie, Entlassungstraining etc. etc. Das Ergebnis all dieser Behandlungen war gleich null. Bevor ich sie zum ersten Mal sah, studierte ich ihre lange Krankengeschichte, Ausrufezeichen. Die vielen Schreibmaschinenseiten wogen etwa 5 Pfund, also die hatte eine lange Historie, die Dame. Ich kam schnell zu dem Schluss, dass ich für sie ausgesucht worden war, weil, Zitat, sie denken, dass wir solchen Menschen nicht schaden können, aber vielleicht etwas Gutes tun, wie es ein anderer Student ausdrückte. Also sozusagen, du kannst nichts kaputt machen, weil hier ist schon alles kaputt. Und auf solche armen Patienten wurden dann Studenten losgelassen. Ja. Oh mein Gott. Ich hatte ziemlich viel Angst vor ihr, bekennt Farelli. Also er als junger Sozialarbeiter oder was er da war. Und geht also jetzt in die Behandlung mit dieser Therapeutenkillerin, so nennt man dann solche Leute. Also die haben schon viele Therapeuten, da haben sich die schon erfolglos die Zähne ausgebissen, haben sich da schon selbst verwirklicht, ohne irgendeinen Effekt, einen nennbaren, sichtbaren Behandlungseffekt. Ich hatte ziemlich viel Angst vor ihr, weil ich in der Krankengeschichte von ihrer schlechten Angewohnheit gelesen hatte, sich von Zeit zu Zeit plötzlich alle Kleider auszuziehen. Ich erinnere mich daran, dass ich in all den Gesprächen, die wir während der Herbst- und Wintermonate führten, ständig fürchtete, dass dieses riesige, fette, schwarze Weib, das steht hier so, ihre Striptease-Show für mich inszenieren würde. Also wir sehen einen schlotternden Frank Farelli, der weiß aus der Krankenakte, was die Frau manchmal bringt, und sitzt also schlotternd vor dieser Möglichkeit, was da passieren könnte und wo er dann nicht weiß, was er machen soll. Jedes Mal, wenn ich mit ihr sprach, arrangierte ich es so, dass sie näher am Fenster saß und ich dichter an der Tür, sodass ich die Möglichkeit hatte, zur Stationsschwester rauszustürzen, wenn sie mit ihrem Striptease beginnen sollte. Nachdem ich sie 7 Monate lang 2 Stunden pro Woche gesehen hatte, also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, ich kann mir das vorstellen, was das heißt, das hat eine gewisse Wucht und das hat eine gewisse Dimension. 7 Monate, 2 Tage die Woche. Und absolut nichts mit ihr erreicht hat, also auch da muss man sich vorstellen, wie frustrierend das ist. Sollte ich sie bei einer Fallkonferenz vorstellen? Das war da so üblich, ne? Also man arbeitet an Fällen und dann im Kollegenkreis wird über den Fall gesprochen, über die Behandlungsmethode, über die Behandlungserfolge, auch halt, ich sag mal, Supervision im weitesten Sinne. Alle gratulierten mir, wie gut ich die Vorstellung vorbereitet hatte und zeigten Mitgefühl mit mir wegen des Mangels an Fortschritt, boten Unterstützung an und machten mir Mut. Es sei doch sehr schwer, mit psychisch Kranken zu arbeiten. Ich sag jetzt nichts. Es wurde vorgeschlagen, dass ich mit der Familie arbeiten sollte, damit diese die schlechte Prognose für die Patientin akzeptiere. Also nach der Devise, tut uns leid, wir können aber leider nichts machen. Während die Patientin auf eine geschlossene Station gebracht werden sollte. So die Ausgangslage und so die Meinung im Kollegenkreis. Deswegen war ich gelinde gesagt niedergeschlagen.
Mein Supervisor warnte mich davor, meine Gegenübertragungsgefühle die Oberhand über mich gewinnen zu lassen. Also, wer das Konzept von Übertragung und Gegenübertragung nicht kennt, möge es googeln. Und schlug mir vor, den Fall langsam abzuschließen. Fall ist hier in Anführungszeichen gesetzt. Zwei Kommilitonen, die meine Gefühle für Rachel kannten und die, also sozusagen Frank Reilly, es war ein zutiefst empathischer Typ, ja, dem war das nicht egal. Ja, wie, ne, also so auch die fehlenden Fortschritte und dass die Frau jetzt in die geschlossene Anstalt gegeben werden soll und so. Die meine Gefühle für Rachel kannten und die Gespräche mit ihr mit angehört hatten, empfahlen mir, Carl Rogers klientenzentrierte Therapie zu lesen. Sie, Frank Hughes und Magnus Seng, hatten das Buch geradezu verschlungen und miteinander heftig diskutiert. Bei einigen Patienten, mit denen sie nach dieser Methode arbeiteten, hatten sie hervorragende Ergebnisse erzielt. Seitdem sie die klientenzentrierte Gesprächsführung anwandten, würden die Patienten über sehr viel bedeutsameres sprechen, also weniger dicht machen. Wer die klientenzentrierte Methode von Carl Rogers nicht kennt, kann und mag auch, sollte auch das vielleicht an der Stelle nachschauen, um das zu verstehen, wovon hier die Rede ist. So, aber ich denke, die meisten, die sowas überhaupt gucken, kennen es. Sowohl im Umgang mit ihren Mitpatienten auf der Station als auch bei den verschiedensten Aufgaben und Verrichtungen hätten die Patienten deutliche und messbare Fortschritte gemacht, Stationsarbeit übernommen und so weiter. Alle diese Verbesserungen seien von etlichen Teammitgliedern registriert worden. Also sozusagen, wir kriegen jetzt Intersubjektivität an die Stelle von Objektivität. Also wenn mehrere Leute unabhängig davon sagen, hey, da hat sich doch was getan, dann ist vielleicht was dran. Das ist so, wie wenn euch drei Leute einen Film empfehlen, ist er vielleicht gut. Das muss aber nicht unbedingt was heißen. Aber wenn man keine objektiven Messgrößen hat, versucht man sich manchmal mit Intersubjektivität zu behelfen. Problematisch. Aber gut. So. Als besonders überzeugende Tatsache galt die Wahl eines Patienten von Frank, also zum Patienten des Monats, durch die Mitpatienten der Station, also Frank Hughes wohlgemerkt, nicht von Frank Farrelly. Dieser Titel wurde auf jeder Station an den Patienten vergeben, der die deutlichsten Fortschritte in dem betreffenden Monat gemacht hatte. Mich erinnert das auf eine düstere Art und Weise auf, wie heißt diese komische Sendung? The Biggest Loser, also wo sich mehrere Leute, die Übergewicht haben, treffen in der Fernsehshow. Und wer nimmt am meisten ab? Und hier haben wir ja die Fernsehshow laufen in dieser Klinik wohlgemerkt. Wer macht die meisten Fortschritte unter den psychisch Kranken? Ja. Sehr amerikanisch. Na gut, Titel und so. Dieser Titel wurde auf jeder Station an Patienten gegeben, der die deutlichsten Fortschritte in dem betreffenden Monat gemacht hatte. Magnus und Frank ließen nicht nach, mich zu bedrängen. Lies Rogers, Lies Rogers. Das war ihr Kehrreim. Um sie abzuschütteln, stimmte ich endlich zu, ein oder zwei Kapitel aus ihrer neuen Bibel zu lesen. So. Ich war außerordentlich wenig beeindruckt. Rogers schien furchtbar oberflächlich und weit entfernt von dem strengen Freudschen Evangelium, das ich in meiner Ausbildung gelehrt bekam. Also sozusagen, Freddy wurde noch klassisch psychoanalytisch freudianisch ausgebildet. Da war wenig Tiefe drin. Aber dann überflog ich einige der Gesprächsprotokolle in dem Buch und diese begeisterten mich. So ist es wirklich mit den unterbrochenen Sätzen, den A's, der zersplitterten Grammatik, den Missverständnissen und den Versuchen, sie zu korrigieren und allem, dachte ich. Also sozusagen die Praxis von Rogers hat Ferrelli anscheinend angesprochen, wenn nicht überzeugt. Das Buch wurde dann doch noch für mich lebendig. Als ich in mein letztes Gespräch mit Rachel ging, sagte ich zu Frank und Magnus, ich werde in diesem Gespräch Carl Roger selber sein. Also an Bescheidenheit, wie soll man sagen, an fehlender Bescheidenheit hat es ihm nicht gefehlt. An klassischem männlichem Ego. Ich war entschlossen, aber ironisch gebrochen, wie man hoffentlich merkt. Ich war entschlossen, jeden erdenklichen Versuch zu machen, Rachel von ihrem inneren Bezugssystem her zu verstehen. Da zu beginnen, wo sie stand, und mit ihr Schritt für Schritt zu gehen, um ein einfühlendes Verstehen herzustellen. Ich begann das Gespräch und sofort hatte ich ein anderes Gefühl. 2 Stunden später taumelte ich aus dem Gespräch mit dem Gedanken, was zur Hölle, what the hell? Es war eine ganz andere Art, auf Menschen einzugehen und mit Patienten und Klienten zu sprechen. Zum ersten Mal in 7 Monaten, zweimal die Woche, 7 Monate lang, wurde mir klar, wie die Dinge von ihrem Standpunkt aussahen.
und nicht von dem des Teams oder meinem oder dem ihrer Familien und der Gesellschaft im weitesten Sinne. Das finde ich sehr bemerkenswert, also nur wenn ich hier eine Anmerkung mache, finde ich sehr bemerkenswert. Also man ist in der Lage, und ich nehme jetzt Frank Farelli nur als Aufhänger, ja, und ich würde sagen, dazu sind wir alle in der Lage. Wir Menschen sind in der Lage, uns monatelang mit einem Menschen zu unterhalten, ohne seine Perspektive zu verstehen. Das kriegen wir hin. Das ist möglich. Unter ganz bestimmten Bedingungen machen wir das. Und das bemerken wir aber erst, wie krass das ist, wenn wir den anderen dann verstehen, was der Unterschied ist und wie drastisch dieser Unterschied ist. Also es war wohl eine Offenbarung für den alten Frank Farelli. Aus ihrer Sicht war es sinnvoll, sich zu geben, wie sie sich gab. Es war eine sehr erschreckende, gleichzeitig aber auch ermunternde Erfahrung, in die Welt eines anderen Menschen einzutreten, in welcher Hölle oder Ecke des Universums sie auch immer wohnte, wie Frank und Magnus da bald danach erzählte. Und also sozusagen, ich als jemand, der jetzt, behaupte ich jetzt einfach dreist, nicht ganz unähnlich arbeitet, also ich versuche auch in die Welt meiner Kunden einzusteigen, soweit mir das möglich ist, also bin sozusagen tatsächlich ein Wandler zwischen den Welten, ein Wanderer in den Welten meiner Kunden, soweit sie mir Zugang öffnen zu ihren Welten natürlich nur. Und ich kann das nur bestätigen. Also es ist unglaublich spannender. Ich würde sagen, es ist viel spannender als Reisen zu fernen Planeten. Also die Reisen, die eingeladen zu werden in die Welt eines anderen Menschen, ist unendlich viel spannender als die Entdeckung eines fernen Planeten, noch als das abgefahrenste Science-Fiction-Szenario. Und es ist also wirklich eine ganz spannende Erfahrung. Ich finde sie jetzt mit den Jahren auch gar nicht mehr erschreckend. Ich finde sie unglaublich, wie könnte ich sagen, ja, mir fällt nichts Besseres ein als so komische Worte wie erhebend oder berührend oder es ist unglaublich. Also jeder Mensch ist eine eigene Welt, eigentlich sogar mehrere Welten und die bereisen zu dürfen, in die eingeladen zu werden, ist also wirklich unglaublich toll. Und das bedeutet halt auch, dass es eigentlich sowas wie verrücktes Verhalten nicht mehr wirklich gibt für einen. Also gibt's nicht. Also von außen ja, aber nicht, wenn man, wie er hier schreibt, im Bezugssystem des anderen unterwegs ist und wo das dann alles sehr viel Sinn macht. Und davor haben aber viele Menschen Angst. Also sie glauben, dass wenn ich jetzt einsteige ins Bezugssystem des anderen, geht mein eigenes verloren. Also man würde sich im anderen verlieren können. Das muss ich offen sagen, erlebe ich nicht so. Also es mag sein, dass man sich manchmal verirrt und man dann nicht mehr mit einem Bein auch außerhalb des Systems des anderen steht, aber sich ganz in der Welt eines anderen zu verlieren, ist gar nicht so leicht. Also zumindest mir, umso älter ich werde, umso schwerer fällt mir das. Man ist halt auch wer und hat auch gelebt und hat seine Erfahrungen, was dann manchmal tatsächlich auch den Zugang zur Welt des anderen extrem erschweren kann, weil man eben einfach zu viel weiß. Ja, das ist also sehr, das ist so, da muss man also manchmal auch Dinge echt wirklich zurückstellen, um überhaupt eintreten zu dürfen, um eingeladen zu werden in die Welt des anderen. Aber wenn man dann drin ist in dieser Welt des anderen, macht alles sehr viel Sinn und jegliche Verrücktheit stellt sich als zutiefst verständliches, nachvollziehbares, sinnvolles Verhalten heraus. Ja, keine Ahnung, Menschen machen Sinn. Menschen sind wahrscheinlich das, was am allermeisten Sinn macht, zumindest für Menschen. Und da ich ein Mensch bin, machen Menschen sehr viel Sinn für mich. Ich erlebe keinen Unsinn bei Menschen. Ich erlebe auch gar keine verrückten Menschen mehr. Und das eigentlich, würde ich sagen, schon relativ lange. Ich erlebe, dass manchmal Menschen sehr anstrengend sind für mich. Das hat aber dann eher was mit mir zu tun oder mit den Rahmenbedingungen der Begegnung oder keine Ahnung, ich bin nicht so auf Zack, ich bin müde. Ich irgendwie erwische das Ganze auf dem falschen Fuß. Das gibt es durchaus, dass es anstrengend ist. Aber dass also ich das so erleben würde, dass Menschen irgendwie verrückt sind oder sinnlose Dinge tun, das erlebe ich nicht mehr. Nicht im unmittelbaren Kontakt, wenn ich so arbeite, wie Frank Farelli hier andeutet. So, dass er das in seiner Carl Rogers-Phase gemacht hätte. So. Und Menschen, Plätze, Dinge, Gefühle und Verhaltensweisen aus ihrem Blickwinkel zu sehen. Hierdurch wurde ihr Verhalten sinnvoll. Es hatte alles einen Zusammenhang, es war ungeheuer vernünftig. Ich werde nie die Aufregung jener Tage vergessen. Vieles von meiner Ausbildung streifte ich ab. Viele Lektionen und Seminare schienen mir einfach ineffektiv und gingen an der Sache vorbei. Frank, Magnus und ich hatten lange, lange Gespräche. Also es war wieder eine Gemeinschaftsaktion. Frank Farelli war kein Lonesome Rider. Das war alles im sozialen Kontext. Er hat alles, was er entwickelt hat, eigentlich in der Gemeinschaft mit anderen entwickelt. Wie es für einen Familienmenschen nicht sonderlich überraschend ist, der in einer irischstämmigen Großfamilie groß geworden ist. Also das ist prägend und das war sicherlich auch bei Frank Farelli prägend. Dadurch begann ich auch vieles andere von dem, was mir beigebracht worden war, in einem anderen Licht zu sehen. Ich versuchte es auf neue Art anzuwenden. Klientenzentrierte Therapie war für mich eine ganz neue Möglichkeit, das, was ich über den Umgang mit Patienten gelernt hatte, zu einem Ganzen zusammenzufassen.
meine Gespräche mit Rachel, also es blieb dann eben nicht bei dem einen vermeintlich letzten Gespräch, es kamen weitere neue hinzu in einem neuen Stil, Gesprächsstil, in einer neuen Gesprächsatmosphäre. Meine Gespräche mit Rachel wurden zu Begegnungen, auf die ich mich freute und waren keine furchterregenden Erfahrungen mehr. So, und jetzt geht's also weiter mit diesem Fall. Mir wird das hier zu lange, ich mache hier eine Unterbrechung, obwohl wir noch mitten in diesem Fall sind. Alles sehr interessant, mir gefällt das und ja, ich lade euch ein, Teil meiner kleinen komischen Welt, verrückten Welt zu werden und mir dann also auch in die weiteren Videos zu folgen, die ich noch über dieses Buch Provokative Therapie von Frank Farelli und Jeff Brandsma machen werde. Für hier lasse ich es gut sein, ich weiß nicht, ob euch das irgendwas gibt, mir macht das sehr viel Spaß, wie man wahrscheinlich merkt, hoffe ich, vermute ich. Lasst es euch gut gehen und ja, viel Spaß in eurer eigenen kleinen verrückten Welt, die natürlich unglaublich viel Sinn macht. Unvermeidlich, das lässt sich gar nicht vermeiden. Ceterum censeo, Demokratia esse sotienda.